Wenn das geschafft ist, wenn also die Kultur gut funktioniert und auch die Zusammenarbeit eingebettet ist in einen vertrauensvollen Umgang, dann entsteht das, was ich gerne die soziale Produktivität nenne. Das ist nämlich die Produktivität, die über die Leistung des Einzelnen weit hinausgeht. Ja? Das ist die Produktivität, die erst im Zusammenarbeiten in einem wirklich guten, in einem Hochleistungsteam zustande kommt. Und glauben Sie mir, jeder von uns möchte in so einem Team arbeiten. Spätestens, wenn Sie es einmal getan haben, wissen Sie, was den Unterschied ausmacht. Stellen Sie sich vor, jeder denkt mit, so richtig. Also vom Hirnbesitzer zum Hirnbenutzer. Ja? Und nicht nur auf die eigene Arbeit konzentriert sein, sondern auch Probleme miteinander produktiv und konstruktiv lösen. Stellen Sie sich vor, Diskussionen machen auf einmal Spaß, weil es geht um die Sache, sie spornen sich gegenseitig an. Es ist etwas, was Begeisterung auslöst, weil Sie wissen, es ist etwas, wo wir konkrete, tolle Lösungen rausbringen werden. Ich sehe es Ihnen schon an. Sie denken sich jetzt, ja. Ach, schon immer diese Schönfärberei, so ein Team habe ich noch niemals erlebt, das gibt es nicht. Und ich bin mir sicher, dass es jetzt zumindest 4 Fragen in Ihrem Kopf gibt und ich gebe Ihnen gleich die Antwort dazu. Die erste Antwort ist, ja, ein solches Team ist kein Traum, sondern Sie können ganz konkret solche Teams aufbauen und sogar über längere Zeiträume diesen hohen Grad an Produktivität halten, ohne dass die Leute dabei ausbrennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil einfach der Impuls, der Zusammenhalt, die Begeisterung, die dort entsteht, wirklich ein tragfähiges Fundament für langfristige Hochleistung darstellt. Das zweite ist, ja, wenn Sie die Führungskraft eines solchen Teams sind, dann werden Sie in Zukunft andere Dinge managen, als Sie es heute vielleicht tun. Sie werden Emotionen managen, Sie werden Erwartungen managen, Sie werden mit Konflikten ganz anders umgehen, als Sie es vielleicht heute tun. Und Sie müssen dafür nicht Psychologie studiert haben. Also es geht nicht darum, jetzt der Therapeut Ihrer Abteilung oder Ihres Teams zu werden. Ganz im Gegenteil. Es gibt nämlich schon Managementmethoden, Führungsmethoden, die Sie einsetzen können, um diese Effekte zu erreichen. Zum Beispiel die 12 Prinzipien des New Deal. Also 12 Prinzipien, die Ihnen helfen, eine Interaktion so zu gestalten, dass alle Leute gut miteinander arbeiten können. Und die vierte Frage. Ja, Sie können diesen Prozess auch Ihrem Top-Level-Management verkaufen, denn Sie können ihn messen, Sie können ihn in Zahlen fassen und nachweisen, wie sehr der Prozess Ihre Produktivität verändert.